Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Folge Pacific Drive. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir sind wieder in der Werkstatt, nachdem wir hier in der letzten Episode an der Mackenmaschine zwei unserer nervigen Macken beseitigt haben und die Karre wieder auf Vordermann gebracht haben, sind wir jetzt bereit, uns wieder, wie der Auftrag schon beschreibt, nach Sierram zurückzubegeben. Diesmal hoffentlich auf einer stabilen Route, denn wir haben ja in der letzten Runde auch eine stabile Route freigeschaltet. Ich habe hier tatsächlich mal wieder ein paar Ressourcen gesammelt und ich sehe gerade, ich habe hier unverschämterweise die Elektrobauteile nicht mitgenommen. Das geht ja gar nicht. Das machen wir auch noch. Zack, zack, zack. Und dann verräume ich die noch. Ich habe tatsächlich aus dem Mülleimer, während ich hier fleißig am Reparieren war, ein neues Bauteil, dekoratives Bauteil für unser Auto bekommen. Deswegen wollen wir das natürlich auch noch schnell anbringen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, weil ich habe ja versprochen, ich will mich hier nicht am Anfang der Folge immer ewig auch noch in der Garage aufhalten. Jetzt haben wir aber hier das hier mal, ein Piratenschiff bekommen. Okay, dann installieren wir das mal. So, ist das jetzt... Oh, das sieht aber schick aus. Gefällt mir gut. Cool. Ja, Auto ist fit, soweit, sage ich mal, repariert. Und auch unser Kofferraum ist schön mit neuen Ressourcen gefüttert. Und von daher würde ich sagen, gehen wir an die Routenplanung. Alles voll hier, sehr schön. Und zack. Und im besten Fall... Ah, jetzt ist der Sturm eh weitergezogen. Okay, bei der letzten Episode hing der Sturm hier tatsächlich. Das heißt, wir hätten hier durch müssen durch diesen verdammten Sturm. Jetzt haben wir diese Route freigeschaltet und kommen auch so nach Sierram. Aber gut, Sturm ist weitergezogen, nicht schlimm. Wir gehen jetzt hier rüber und hier rüber und dann sollten wir an unser Ziel kommen. Funkenflug ist die Anomalie jetzt hier am Knotenpunkt. Okay, das heißt wahrscheinlich mehr... Funktürme und wir haben ewige Stabilität an unserem Zielort. Sehr schön, das sieht gut aus. Nach wie vor gibt es ein bisschen was zu scannen. Vor allem diesen Happy Truck habe ich immer noch nicht. Den werde ich auf jeden Fall weiterhin suchen. Und ich würde sagen, wir fahren direkt los. Wie immer, wenn euch die Episode gefällt, lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Wir starten die Motoren. Unser neuer Begleiter hier. Oh, das ist ein richtiger Wackelkopf. Das ist ja cool. Hello. Okay. Licht an. Es ist früh am Morgen, wenn ich die Uhr richtig lese. 3.35 Uhr. Ah, hier steht's auch, merke ich gerade. Das heißt, mit unseren 3 Stunden Fahrzeit bis zum nächsten Knotenpunkt haben wir vielleicht heute mal ein bisschen Sonnenlicht. Ein bisschen besser geplant oder geht sich jetzt einfach besser aus, sagen wir es mal so. Dass mal endlich wieder Tag ist. Ich hoffe auch, dass Wetter spielen wird. Weil ich finde es einfach... Es ist schon wieder viel zu lang dunkel oder nur am Regnen, deswegen los geht's. Ab in den Feuchtwald. Wir fahren jetzt hier einfach nur durch und direkt nach Sierram, damit wir hier vorankommen. Aber ihr wisst, einfach nur durchfahren klappt bei mir meistens nicht so gut. Die Sonne geht langsam auf, weil ich ja dann doch immer wieder 10 Sachen finde, die ich gerne hätte. So, Funkenflug, was bedeutet das? Die Funktürme in diesem Teil des Sperrgebiets sind überladen und dadurch noch gefährlicher. Okay, also da müssen wir drauf achten. Es ist noch dunkel. Wir gucken mal auf die Karte. Wir sind hier. Was ist denn das für ein Gebäude hier, wenn da so ein X draufsteht auf dem Berg ganz oben? Also auf jeden Fall machen wir die zwei Gebäude plus den Ankerpunkt hier. Und dann können wir uns überlegen, ob man nicht sogar über die Dirt Road hier rüber noch den Ankerpunkt und ab die Post. Dann spare ich mir den ein. Wobei, Energie ist Energie, Updates sind Updates. Eigentlich sollten wir alle mitnehmen. Vielleicht mache ich die lange Strecke außen rum. Dann muss ich nicht über die Dirt Road und kann schön auf der Straße bleiben. Aber ich versuche jetzt mal nicht wegen jedem Auto hier anzuhalten, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Wir wollen es ja heute nach Sierram schaffen. So. Oh, da passieren schon Dinge. Der Poller, okay. Oh Gott, da sind auch schon die ersten Funktürme. Alles klar. Schnell hier vorbei. Aua. Die sollten uns jetzt nicht erwischen, wenn die heftiger drauf sind. Okay, und natürlich ist direkt auch da der Anker.
Wisst ihr was, ich parke hier mal ein bisschen weiter weg. Oh, verdammt, da ist so ein Wackelfrack. Oh, weg, 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 weg. Oh, ich habe es gerade noch so rechtzeitig gesehen. Ich stelle mich hier mal ab. Ja, ich stelle mich hier mal ab. Zack, Licht aus. Die Sonne lässt noch ein bisschen auf sich warten, ne? Okay, das Wackelfrack hat uns nicht erwischt. Perfekt. Dann holen wir uns mal hier den Plasma-Generator. Den habe ich schon gescannt. Ah ja. Was ist das für ein Geräusch? Was war denn das für ein Geräusch jetzt bitte? Oh, es ist schon wieder unheimlich hier. Hilfe! Gut, Taschenlampe raus, hier rein. Hello. Oh, der ist zu, perfekt. Wenn der Gefahrenschrank zu ist, ist immer gut. Ich merke gerade, ich habe diese ganzen Sachen nicht gescannt, ne? Ich muss die ja auch scannen. Rucksack scannen, das habe ich schon, okay. Sowas, das habe ich ja schon. Okay, ich habe nur den nicht gescannt. Das ist gut, ich muss doch möglichst viel scannen, scannen, scannen. So, die nehmen wir mit. Das haben wir nämlich schon eine. Dann haben wir hier noch was drin. Und vielleicht auch, ja, perfekt. Habe ich den jetzt nur gescannt oder auch, ja, super. Dann haben wir es. Und dann kann ich mir eigentlich schon den Anker holen. So, dann kann ich die Taschenlampe auch wieder einstecken. Upp, schnell vorbei, bevor die Säge kommt. Alles klar. Ankerpunkt. Dosenöffner ist durch. Oh, Alter, was hat mich denn da jetzt erwischt? Alter, das ist so ein Riesenpoller. Ich brauche das hier bitte. Hilfe. Okay, okay, aber Auto steht sicher, habe ich gut geparkt. So, das erste Stückchen Energie haben wir. Fahren wir direkt weiter. Start. Oh, ich habe schon genügend Energie, um durch ein Portal hier abzuhauen. Krass. Es hat 1,2 Kalem gegeben. Wow, das ist ordentlich. Gefällt mir. So, das Wrack ist aus. Das ist gut. Naja, das Gebäude spare ich mir jetzt. Aber wir machen die Route oben rum, oder? Fahren wir durch die Dirt Road und dann einmal rechts. Das ist fast noch kürzer. Das ist die Frage. Na komm, ich bleibe auf der Straße. Bleib auf der Straße. Wir können uns schön den Sonnenaufgang anschauen. Gefällt mir. Ganz entspannt die Sache heute angehen. Boah, aber ein bisschen mehr Power wäre ganz nötig in meinem Auto. Ich finde, der Kollege ist einfach unterpowered. Ist das nochmal ein Wackelfrank? Nee, das ist einfach nur ein... Strom. Ein Haufen Auto. Okay. So, ich bin eh schon an der Kreuzung vorbeigefahren, merke ich gerade. Ist ein Poller hinter mir hochgegangen, okay. Alles gut, ganz entspannt. So, hier sind die ersten Häuser, dann parke ich hier mal etwas ab. Oh, da ist nochmal so ein Wackelfrack. Ja, das ist nochmal eins, okay. Ich parke. Kann ich das triggern, indem ich mit dem... Nee, das geht nur an, wenn das Auto durchfährt. Okay, muss ich ein bisschen aufpassen. So, wir laufen einmal kurz um die Hütte rum. Hallo, Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Okay, nicht wirklich. Dann wohl drin. Boom. Hallo, Schatz, ich bin zu Hause. Boah, ich wäre so erschrocken, wenn hier jetzt einfach so ein Tourist gestanden wäre. Oh, wäre das mein Horror gewesen. Mit einem Witz eintreten und gleich die Retourkutsche bekommen, das, das wäre gemein gewesen. Okay, wir haben das. Aha, Radio. Das haben wir. Leer. Okay, ich glaube, das war's auch schon. Dann nehme ich die Hütte da vorne gleich noch mit. Und dann fahre ich möglichst großen Bogen um das Wackelfrack rum, oder? So, machen wir das. Oben ist nochmal... Es ist wirklich auffällig, wie viele Funkentürme jetzt... Oder hier auch das Sonne-Anomalie. Was habe ich... Habe ich das schon mal gescannt? Knisternder Nebel haben wir schon mal gescannt. Alles gut. Oh, guckt euch das an. Ich finde auch die Graffiti-Dinger immer sehr, sehr cool. Gefallen mir cool. Gefallen mir cool. So, Telefon, alles für die Elektroparts, zack,
Okay, das war aber eine Mauerausbeute hier. Ist hier nicht noch irgendwie ein Koffer oder sowas? Das ist ja gar nichts hier dran. Ah, hier. Okay, ich bin zu früh beklagt. Alles klar. So, und dann zurück. Und jetzt fahren wir einfach auf der Straße und holen uns die zwei Ankerpunkte und dann ab die Post ins nächste Gebiet. Ressourcen haben wir dann schon mal ordentlich. Oh, das war meine Taschenlampe. Aber ich glaube, ich bin vorbereitet. Sonne geht langsam auf. So, ich hau mal meine Ressourcen hier rein. Und hier ist eine Taschenlampe. Bam. Sehr schön. Langsam wird's Tag. Gefällt mir, gefällt mir. So. Ja. Okay. Ja, verdammt, das ist doch direkt aufgegangen. Das ist schon eine fiese Falle, aber ich habe, glaube ich, jetzt nicht allzu viel Schaden genommen. Ich hätte doch weiter durch den Wald fahren sollen. Aber geht. Gut, wir halten jetzt einfach Ausschau nach dem nächsten Ankerpunkt. Der müsste eigentlich direkt an der Straßenecke stehen. Uppala! Ist klar. So, der nächste Funkturm, an dem wir vorbei müssen. Auto, Funkturm, Wahnsinn, wie viele. Also, das macht sich gleich bemerkbar mit der Anomalie. Da ist der Ankerpunkt. Okay, ich halte einfach direkt daneben. Kurz die Parkbremse setzen. Hier ist eh alles verstrahlt, hier wollen wir schnell weg. Anker, bitte nicht jetzt Poller hier oder sowas. Oh, ich höre Poller. Okay, hat mich aber nicht erwischt. Und ab die... Oh, da kommt auch noch ein... Wie heißen die Dinger? Wächterturm oder so? Wir wollen jetzt hier schnell, schnell weg. Alles klar. Okay. Bisschen Strom abbekommen. Alles gut. Oh, da ist ein... Die Dinger sind immer gut bestückt hier. Ja, kurz reinschauen. Rohrpostanlage. Ja, guck mal. Da gibt es wenigstens noch mal ein bisschen Farbe. Ich glaube, ich muss mein Auto demnächst mal blau lackieren, weil... So viel blaue Farbe gefunden. Sonst müssen wir mal schauen, ob man die auch aufbrechen kann, die Farbe, damit man irgendwie wenigstens Ressourcen daraus bekommt, wenn man sie nicht braucht. So, also hier hätte man jetzt ordentlich Plasma farmen können. Aufgrund der ganzen Funkentürme hier, das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich jetzt ein bisschen... Oh, ist das schon wieder... Ne, da kommt nur ein Poller raus. Schon gesagt, das ist schon wieder ein Wackelfrack. Wackelfrack ist auch irgendwie ein schönes Wort. So, da ist nochmal so ein Ding, komm. Konsequenterweise muss ich das jetzt auch holen. Zack. Bumm. Und einmal hier. Das ist jetzt schon schreddern. Dann ist auch gut. So, haben wir's? Oh, der ist auch kaputt. Alter. Hab ich da auch einen Ersatz? Ich glaube, ich habe auch einen Ersatz. Zack. Alles mitnehmen. Sehr schön. Erstmal das rüber. Dann den hier hin. Und dann passt das. Der ist zwar nicht mehr ganz fit, aber immerhin ein bisschen Ersatz. Den hat mir, glaube ich, auch der freundliche Mülleimer da gelassen. Tatsächlich ist das immer markiert durch ein Herz, wenn die Sachen vom Mülleimer kommen. Dann heißt das, glaube ich, man kann die nicht für Ressourcen wie nennt sich das, für Ressourcen aufbrauchen oder zerstören. Oh, oh. Okay, okay, okay. Gut geparkt. Parkbremse hält, ja. Ich mach mal die Tür auf. Dann muss ich das hier nur in einer Bewegung. Zack. Und drin. Oh, da ist wieder so ein... Alter, also Funkenflug heißt wirklich überall und alles ist Strom. Stromgegner hier. Funkentürme. Oh, dieser verdammte Wachturm immer. Oh, da kommt nochmal eine. Alter! Der kommt direkt vor mir. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich häng, ich häng. Warum häng ich? Der ist direkt vor mir aufgefahren. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Gefährlich, gefährlich. Okay, aber jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Ausgang. Ich glaube, ein so ein... Woher kommt das jetzt? Warum hat...
mich jetzt der Strom erwischt? Ein so einen Funkenturm will ich zerstören, wenn wir jetzt hier schon sind. Damit wir wenigstens ein bisschen Plasma mitgenommen haben. So, muss ich jetzt hier einmal den Kerl auslösen, genau. Zerstören, dann wieder weg, weil das Ding macht ja jetzt mehr Schaden, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum geht... Oh! Oh, verdammt, und ich bin trotzdem reingerannt, weil ich meine... Oh! Und er kommt auch schneller, Alter. Okay, das war eine blöde Idee. Jetzt schnell. Gerade noch rechtzeitig. Okay. Alter, okay, das hat jetzt nochmal richtig Energie gekostet. Und ziemlich wenig Plasma bekommen. Warum? Da ist nochmal einer. Na gut. Mauerausbeute. Boah, was war das für ein Geräusch? Mauerausbeute, aber immerhin ein bisschen Plasma gerettet. 3 Stück, alles klar. Und ich glaube, ich nehme ein Heal. So, das sollte uns wieder komplett heilen. Motoren an. Oh, da kommt ein Sturm aufgezogen. Guck mal. Oh, jetzt wird es auf jeden Fall an der Zeit, hier abzuhauen. Irgendwas. Ich höre immer noch Funkenschlag. Vielleicht gucken, ob irgendwas bei mir kaputt ist. Hat es jetzt aufgehört? Okay. Ab nach Sierra. Wir sind im guten Zustand. Mein Scheinwerfer vorne ist ein bisschen angeschlagen. Alles andere funktioniert. Ressourcen vollgepackt. Dann können wir jetzt uns auf was auch immer hier passiert konzentrieren. Mal gucken, wie jetzt Sierra aussieht. Wir sind hier vor 2 Episoden ja mal durch die Anomalie gesprungen. Gucken, was uns jetzt hier erwartet. Okay. Lade schneller. Atmosphärische Veränderungen. Dein Arc-Gerät hilft dir, die Wetterbedingungen im Sperrgebiet zu überwachen. Stimmt, haben wir ja gerade gesehen, ne? Wie der Sturm rangezogen ist. Ach, guck mal. Endlich Tag. Wow. Okay. Ewige Stabilität. Das ist schon mal gut. Es gibt eine Menge Zeit zwischen wo wir sind und der Deep Zone. Like another wall and the entire mid-zone for starters. It's not as simple as driving there. We can't control the instability any more than we can control the weather. At the height of Lim R&D, thousands of us lived and worked here in the zone. So we built Lim stabilizers to make certain sectors and roads a little more predictable than others. It was the only way we could operate as a live research compound despite the instability. And yes, the same technology that destabilized the landscape in the first place. Technology was always a double-edged sword from the beginning. We're going to put those stabilizers to work and clear you a path. The old observation towers surrounding Sierra Morta have a map of the stabilizers in that sector. Mind swinging by and finding one? Okay, wir sollen jetzt zum Radioturm. Das Ding ist hier. Alles klar, das kriegen wir hin. Na? Dann biege ich jetzt hier links ab und dann müssen wir bei der nächsten Gelegenheit rechts hoch. Jetzt ist Tag, aber es pisst. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. So, jetzt müssen wir irgendwo rechts die Straße hoch. Das ist hier. Zack. Oh, moin, was steht ihr denn hier so im Regen? Ohne Schirm. Oh nein, da ist wieder so ein Ding. Oh, verdammt. Und links, rechts. Das erwischt mich jetzt. Oh, Alter, ist das eine fiese Falle. Boah, du kommst um die Ecke. Guck mal, was jetzt mit meinem Auto los ist, ey. Krass. Und jetzt kommt hier auch noch der Kerl. Oh mein Gott. Ja, natürlich holst du mich jetzt auch noch. Oh, ich bremse, ich bremse. Damit er mich nicht gegen den Baum schleudert. Alter. Oh, okay. Handbremse hat jetzt wirklich mal geholfen. Die war gut, die hat mich gerettet. Die ist sehr gut gegen die Entführer, merke ich gerade. Boah, mein Auto war in so gutem Zustand. Und dann kommst du um eine Ecke und da steht so ein blödes Wackelfrack. Gibt's doch nicht, ey. Okay, ich bin am Ziel. Alter. Schade, schade. Ich habe gehofft. Tighten up security protocols all day, only for one disgruntled employee to program in his name for fun and mess it all up.
Anyway, the overload code is 4735. Find that stabilizer map and scan it for me. Oh boy. I was assigned to clean these towers out every time the guards rotated. And things I saw. Let's just say that keeping a watch on Sierum day in and day out did not make for a good time. I didn't envy those guards one bit. Wie cool das aussieht. No way out. Und im Hintergrund die Anomalie, durch die wir gesprungen sind. Der Koloss. Hammer. Gefällt mir. Na gut, dann schauen wir mal. 4735, sagte sie, ist der Code. Gucken wir mal, was wir denn hier eingeben müssen. Ah, das gibt er. Ah, okay. Na gut, das war einfach. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Das nehmen wir alles mit. Da ist Elektroparts, ein Umwandler, Zahnräder in Klebeband. Nope, das machen wir nicht. Also diese Umwandler sind sehr, sehr selten wirklich sinnvoll, muss man echt sagen. Laborcomputer nehmen wir mit. Okay. Und scanne die Stabilisatorenkarte. Das haben wir. Okay. Verlasse das Gebiet über die stabilisierte Zufahrtsstraße. Okay. Also muss ich jetzt ein Gebiet weiter, um dort die Stabilisierung zu machen. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Halt, da wollte ich gar nicht rein. Hier wollte ich rein. Ressourcen parken. Oh, das sieht so schön aus. Ich finde, man muss hier immer mal wieder ein bisschen, sag ich mal, würdigen, wie schön das Spiel auch ist. No way out. Und da unten der Koloss. Na gut, dann gucke ich mal auf die Karte. Verlasse das Gebiet über die stabilisierte Zufahrtsstraße. Alles klar. Schauen wir uns mal an. Die ist natürlich auf der anderen Seite der Welt. Okay, das heißt, wir fahren zurück, nehmen uns den Anker hier mit. Hier sind ordentlich viele Labore, das kann sich auch noch lohnen. Und dann ab die Post. Oh, ich roll rückwärts, Motorstart. So, nicht nochmal den Entführer begegnen. Und zurück. Boah, ich muss unbedingt gleich auch noch ein bisschen reparieren, weil sonst gehen mir hier Parts flöten. Mein Auto ist mal richtig beschädigt. Das wird jetzt auch, vor allem, wir kommen ja jetzt gar nicht nach Hause, wenn wir wieder über eine Straße gehen, sondern erst im... Ich dachte, ich hätte es umfahren, aber er hat mich doch erwischt. Alter. Verdammtes links, rechts. Da, sobald du da durchfährst, alles spielt verrückt. Und fast zwangsweise fährt man irgendwo gegen. Ja, hier steht immer noch hier. Na gut, hat aufgehört zu regnen wenigstens. Okay, dann fahren wir hier. Und dann wieder links da vorne. Und zwar ist das hier, ne? Ja, genau, hier geht's dann links. Oh, da ist ein Entführer. Und jetzt auf der Straße bleiben, bis wir bei den Laboren und beim Anker sind. Würde ich sagen. So, ist das hier runter? Ja, das ist richtig, okay. Wir sind auf Kurs, wir sind auf Kurs. Nur nicht nochmal so ein Wackelfrack. Die Wackelfrack-Dinger waren diese Episode ganz schön lästig, muss ich sagen. So. Ja, hier sind jetzt ganz viele Labore. Was sagt ihr? Nehmen wir die mit, oder? Ich park mal. Zumindest gucken. Ah, es sieht aber auch nach Strahlung aus hier. Ja, 2,5 Strahlung. Okay, also ewig kann ich mich hier nicht aufhalten. Wobei das wirklich verträglicher ist, als ich immer denke. Jetzt sind wir bei 95% Gesundheit. Müssen wir halt ein bisschen drauf achten. Aber in diesen Dingern ist einfach... Guckt euch das mal an, wie viele Ressourcen hier sind. Alter! Das lohnt sich richtig. Das sind nochmal zwei Behältnisse. Zack. Okay, der hat sich richtig gelohnt. Dann
Nehmen wir hier den Plasma. Oh, viele Touristen. Tagsüber finde ich euch deutlich freundlicher als nachts, wenn ihr plötzlich hinter mir steht. Trotzdem irgendwie bedrohlich, die Jungs. So. Hallo. Hinten ist das Schränkchen der Begierde, aber auch der ist offen. Nicht ganz so viel drin, nicht schlimm. Nochmal ein Umwandler. In Dosen diesmal, die Zahnrädchen. Auch das wollen wir nicht. So. Okay. Oh, hier ist noch ein Kistchen. Checkt. Komm, wir nehmen den großen da hinten noch. Lass mal den kleinen aus. Nee, der scheint geschlossen zu sein. Ja, wenn die geschlossen sind, ist manchmal das Potenzial größer, dass der Schrank hier drin auch... Nee, der ist auch offen, verdammt. Gibt's doch nicht. Schon wieder eine Leuchtrakete. Zack. Ich weiß, es ist jetzt sehr dunkel, aber geht so auch. So, komm, einfach for the jizz of it. Das hatte ich auch noch nicht. Mit meinem Bumm gerade habe ich gerade irgendwie aus Versehen mein Video gestoppt und musste jetzt hier das hier dranhängen. Dass ihr keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ey, sorry für den kleinen Sprung hier. Du hast überlebt. Nix da. Bam, weg damit. So, keine Ahnung, was ich jetzt geklickt habe, aber ich habe so enthusiastisch die Touristen weggeschossen, dass gleich mein Video gestoppt hat. Oh mein Gott! Es ist passiert. Oh mein Gott. Oh, du kannst mich mal. Alter. Nee, echt nicht. Habe ich davon nicht vorher noch geredet? Das wäre meine Horrorvorstellung. Ich komme in so einen Raum und dann steht da so ein Tourist. Gott sei Dank hatte ich schon meine Leuchtpistole in der Hand. Das, oh mein Gott, ey. So. Ah, und hier ist einer zu. Perfekt. Meine Herren, war das unheimlich. So. Wo komme ich hier wieder raus? Hier. Ich bin jetzt bei 56 Gesundheit. Also das hat mir jetzt schon ordentlich Gesundheit geraubt, die Aktion hier. Aber gut. Hat sich gelohnt, würde ich trotzdem sagen. Das nehmen wir mit. Das ist die Frage, ob wir die Häuschen da vorne auch noch mitnehmen, aber... Ich glaube, wir haben erstmal genug, oder? Ich will mein Auto vor allem noch auf Vordermann bringen, nachdem ich den Anker da eingesammelt habe. Oh, jetzt sind sie in die Luft geflogen. So. Oh, da sind zwei. Oh, das ist gefährlich. Habt ihr das gesehen? Da ist ein Entführer direkt über den Touristen. Der zieht einen dann. Oh, Alter, jetzt bin ich auch noch voll durch die Säge gefahren. Schnell weg. Schnell, schnell weg. Tür auf. Zack. Anker rein. Oh nein. Wie? Jetzt ist die Säge hat sich auch noch gedreht gefühlt. Okay, natürlich. Der zieht mich auch noch ins links, rechts. Ich bremse mit der Handbremse. Das hilft. Das hilft. Hand drehen. Oh mein Gott. Boah, in welchem Zustand mein Auto ist, ey. Okay, ich muss jetzt nur noch hier wegkommen. Ich versuche hier ganz... Ja, bin trotzdem reingefahren. Na gut. Oh, Mann. So. Und die Scheibenwischer wieder aus. Okay, alles gut. Alles gut, wir schaffen es, wir schaffen es. Das ist eine Tankstelle. Ich glaube, die nehme ich mit. Tankstelle nehme ich mit, weil... Können wir voll tanken, weil wer weiß, wie lange die Reise jetzt noch geht. Halten wir hier mal. Zack, Licht aus. Hopp. Oh, hier stehen auch einige Touristen. So, jetzt da rein. Da rein. Will nicht? So. Das ist gut. Das ist sehr gut. Voll getankt. Oh, da ist sogar ein Friendly Dumpster. Freundlicher Müllcontainer. So, Jungs. Nice, eine Müllperle. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Die gibt nämlich wieder Ressourcen, wenn wir sie mitnehmen.
Also, dann hauen wir das hier alles rein. Ich habe ja jetzt sogar ein seitliches Stauräumchen. Da kann das hier rein. Reaktion, okay. Und dann gucken wir mal hier in die Tankstelle rein, ne? So. Oh, da ist sogar eine Werkbank drin. Das ist manchmal gut, wenn man fortgeschrittene Sachen bauen muss oder will, weil in unserer kleinen Auto-Werkbank kann man nicht alles bauen, tatsächlich. Okay. Da geht's wieder raus. Boah, ich muss echt noch meine Gesundheit jetzt gleich mal ein bisschen gucken. Sonst komme ich hier nicht lebend aus der Nummer raus. So. Mal kurz hier noch reinschauen. Was haben wir hier? 36%. Hier ist die Toilette. Oh, aber hier ist auch eine Kiste. Sehr schön. So, alles klar. Ich muss aus der Strahlung raus hier. Zack, halt. Hier ist ein Erste-Hilfe-Set. Das benutzen wir jetzt. Da haben wir leider keins mehr, aber das sollte reichen. Okay. Motorenstart. Und wir müssen die Straße rechts runter. Okay. So, und der folgen wir jetzt bis zum Ende. Und am Ende, kurz bevor wir in die andere Zone gehen, kümmern wir uns ums Auto, weil dann haben wir ja hier noch die ewige Stabilität, also die Zeit sozusagen, um das Auto einigermaßen fit zu bekommen. Ich sollte jetzt genügend Ressourcen haben, um das zu gewährleisten. Dass das Auto wieder einigermaßen fit ist, bevor wir in die nächste Zone gehen, weil wer weiß, was da dann auf uns wartet am Ende. Ah, oh, schön, landschaftlich traumhaft. Ah, die Sonne scheint endlich, kein Regen. Oh, wo kommst du raus? Okay. Wir fahren jetzt hier ganz gemütlich, ohne größere Gefahren. Ans Ende. Ich glaube, ich bin gleich da. Was verfolgt mich hier? Hilfe. So. Ja, Zustand nicht gut, Batterie aber okay und Tank haben wir gerade aufgefüllt. Wenn wir jetzt ein paar Parts wieder auf Vordermann bekommen, dann sind wir eigentlich fit. Aber es ist gut. Ey, ich bin, die letzten Episoden bin ich ja echt immer glimpflich davon gekommen, aber es zeigt ganz klar, also man kann hier wirklich ordentlich zerstört werden. So, zack, wir gehen hier raus. Auto steht. Dann gucken wir mal, was haben wir an Reparaturmöglichkeiten. Abdichtkit nehme ich auch direkt mal mit. Aber wir brauchen definitiv hier erstmal ein bisschen Kit. Das muss überall drauf, vor allem im vorderen Bereich. Da fehlt mir eine Glühbirne. Ah, das habe ich vorhin keine eingesammelt. Da müssen wir mal gucken. Hier noch ein bisschen Kit drauf. Und der ist auch kaputt. Angeknackst. Reparaturkit repariert das aber. Ach so, der ist einfach zu heftig kaputt. Okay. Reifen geht's gut. Die ist komplett durch die Tür hier. Brüchig. Das kann man nicht reparieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Moment mal. Wir brauchen ein... Kann ich das bauen? Ersatzglühbirnenkit. Brauche ich eine Glühbirne? Die habe ich ja nicht. Und zack. Hey, so... Das ist schon mal geglückt und dann sollte ich meinen Scheinwerfer hier reparieren können. Nice, cool. Gefällt mir. So, und jetzt brauche ich noch ein bisschen Kit. Ich hoffe, ich habe genügend Chemikalien jetzt eingesammelt. 4 Stück haben wir. Reparaturkit nochmal. So. Und dann nehmen wir den. Ja, das bringt nichts mehr, den zu reparieren. Der ist kaputt. Der ist jetzt ganz, der ist noch nicht wieder ganz. Den machen wir jetzt nochmal drauf. So, das ist einigermaßen fit. Die Tür können wir nochmal drauf machen. Hier nochmal drauf. So. Ich kann auch mal durch die Tür gucken auf unseren Zustand. Alles andere sieht ganz gut aus. Hier nochmal. Ich verbrauche den jetzt einfach. Stoßstange auf jeden Fall. Und die Stahlplatte. Komm, dann mache ich die Stahlplatte. So, alles klar. Das kann weg, der kann zu.
Und dann würde ich behaupten... Ja, die eine Tür ist kaputt, die andere habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber wir haben genügend Energie. Auto ist wieder in einigermaßen gutem Zustand. Ich würde sagen, wir fahren hier durch. Und dann auf der anderen Seite starten wir die nächste Episode. Ich freue mich, Tatsache. Guck mal, wir kommen jetzt nochmal einen weiter. Ewige Stabilität. Das ist sogar ein Highway-Knotenpunkt. Das heißt, in Zukunft können wir hier dann direkt hinfahren. Das hilft uns. Hier müssen wir jetzt aber Stabilisatoren aktivieren. Mal gucken, was das bedeutet. Also, mal gucken, wie das hier aussieht. Und den Blick will ich uns noch gönnen auf die nächste Zone. Wobei die sich, wenn ich jetzt das Spiel beende und wieder neu lade, für die nächste Episode dann morgen, wahrscheinlich nochmal verändert. Können wir mal testen. Also jetzt sieht sie so aus und es gibt 3 Punkte. Ah, okay. If you get lost, follow the pipes. The Limtech and those stabilizers ran so damn hot, only more Limtech could contain it from complete meltdown. Verbinde Stabilisatoren Charlie, Bravo und Alpha. Also die 3 Punkte muss er einfahren. Okay, das ist meine Aufgabe. Die schauen wir uns in der nächsten Episode an, ihr Lieben. Denn ich glaube, wir waren erfolgreich. Haha, ja. Wieder ordentlich ist. Ressourcenauto steht wieder einigermaßen da und wir haben es in die nächste Zone. Unser 3. Knotenpunkt ist die längste Reise, die wir bis jetzt gemacht haben. Bin gespannt, was jetzt hier in der nächsten Episode passiert. Hoppy erzählt noch mal ein bisschen was. But don't worry, I won't be nearly as long-winded. Because there honestly isn't much that we know about it. It happened on the morning of September 14th, 1961. My colleague, Dr. James Kay, was conducting experiments at a highly classified site in the Deep Zone. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma-ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man-made source. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity. But only for a short moment. Okay, Oppi. Na dann, hält uns ja nichts mehr. Ihr Lieben, wie immer, lasst ein Like da, Abo für den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.